Bullseye. So, jetzt können wir Waffen mal ein bisschen auslagern eben. Also zum einen nehmen wir wieder das Gewehr mit. Tatsächlich nur das Gewehr. Ne, die Maschinenpistole lassen wir auch da. Die Schrotflinte, so die Sniper. Den Revolver lassen wir mal da. Samt der Muni. So, wir haben Pistolenmuni haben wir. Dann haben wir Gewehrmuni. Maschinenpistolenmuni nehmen wir einfach mal zwei mit. Und Schrotflintenmuni nehmen wir auch mal so mit. Zum einen kriegen wir da ein bisschen Platz hier drin. Und ja. Nichts weiter. So. Guti, was suchen wir? Immer noch die fehlenden Stoßsteine, glaube ich, ne? Ja, die werden wir doch heute sicherlich finden. Würde ich doch fast Geld darauf wetten, dass wir heute eine fehlende Stoßstange finden werden. Also ein Auto mit einer fehlenden Stoßstange. Die Stoßstange finden wir vielleicht nicht. Hi. Ich würde sagen, wir hatten eine Stoßstange. Deinara, hallöchen. Vrunkar Gaios. Vrunkar, dein Name ist falsch. Also ist er, ne, nicht falsch, aber ist falsch eingetragen. 15. Mai haben wir Y75M5S89. Kommt aus Akaristan, ist 36, betrifft also die Einreisebeschränkung nicht. Der Stempel passt, die Papiere passen. Ein Varilla 4-4 in der Cabrio-Variante. Gewicht von 1290 ist fein. Das Kennzeichen beträgt GGQ0426MJ. Das Foto ist fein. Scheitert echt nur im Namen, ne? So wie es aussieht. Reifen. Scheibe hat er hinten logischerweise keine. Hier fehlt ein Scheinwerfer. Ein Spiegel, Entschuldigung. Und eine Scheibe ist kaputt. Und da ist noch eine Scheibe kaputt. Ich glaube, das war's schon. Wenn ihm jetzt eine Stoßstange gefehlt hat, ist gelitten, aber ich glaube nicht. Dem fehlt eine Stoßstange. Dir fehlt eine Stoßstange, Bruder. Du steigst mal bitte aus. Dankeschön. So. Safar. Okay, das ist schon mal sehr wahrscheinlich. Ja, Erkenn müssen wir gleich mal gucken, aber das ist sehr wahrscheinlich falsche Farbe. Safar Anaruljev. Anaguljev. Name falsch. Gültigkeitszeitraum ist nicht überschritten. J9B0. Lesen kann ich. 3U15. Hat ein Kennzeichen AII 7911YU, hat einen AZ-72, ein ASAM, yes, 1740 Kilo, das passt. So, dann checken wir mal RK. Der Stempel ist fein, die Farbe hier vom Reisepass stimmt halt nicht, ne? Yes. Yes. Einreisebestimmung ist mir von daher egal, also kommt halt einfach nicht aus, Akaristan, also gibt es hier keine Einreisebestimmung für ihn. Der Reifen ist definitiv platt. Der Reifen nicht. Scheinwerferscheiben sind intakt. Da fehlt ein Kotflügel. Ich würde sagen, eine fehlende Stoßstange. Das würde dann auch potenziell mal beantworten, ob dann nur eine fehlende Stoßstange ist oder ob das, fehlende Stoßstange nur eine sein darf. Wenn ihr wisst, was meine Frage ist. Ach ja, drei Toiletten hat er. Check mal ganz kurz. Check mal gleich auf der anderen Seite nochmal. Drei Toiletten, fünf Gepäck. Sechs Gepäck hat er angegeben. Heißt, der Verdachtsbrief stimmt nicht. Mal davon abgesehen, dass der wahrscheinlich auch gefälscht ist, to be honest. Außer, nee, doch, der passt. Nehmen wir mal, da hinten liegt wieder eins. I'm just kidding, lol. So.
Jetzt. Hier drin nochmal. Mit dem Armaturenbrett sehe ich nichts. Muss ich vielleicht doch mal ausladen. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Weil der Herr, ihnen fehlt eine Stoßstange. Sie sehen ja sicherlich ein, dass sie das verdächtig macht. Person mit fehlenden Stoßstangen würde ich nicht trauen. Okay, hier ist nix. Ist auch nix. Toilettenopening. Auch nix. Okay, na Moment. Ich finde doch nichts. Lol. Hier, lad mal wieder ein. Hallo, 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 hallo. Einladen. Gut. Dann. Das ist verweigert. Crazy. I know. Crazy. Life be crazy sometimes. Sometimes it be like that. Der hat wieder Hühnchen dabei. Fehlt dir eine Stoßstange? Nee, eigentlich nicht. Gib mir mal deine Papiere. Dankeschön. Kadir Alfaris heißt der junge Mann auf allen seinen Papieren. Das ist ja schon mal super. Das ist ein guter Start. 1. Juni, 17. Mai, gerade noch so. Der 15. ist heute immer noch. Y54L0J35 ist ein Savet in Lila. Nicht überladen. Das Kennzeichen ist S9501EA. Heißt so viel wie EA ist S. Das stimmt soweit. Kommt aus Al-Barak. Die Papiere, die Farben der Papiere stimmen überein. Der Stempel ist auch fein. Dann müssen wir natürlich einmal die Fracht checken. Hinten zwei Hühner. Und hier noch zwei Gepäck. Ist, glaube ich, passend. Yes. Das Foto. Sieht okay aus. So, Reifen, Spiegel, Scheiben intakt. Scheinwerfer, Reifen, Scheiben, Spiegel, Reifen. Ich bin ganz ehrlich. Das ist ein verdächtig perfektes Kfz. Ich weiß nicht, warum mir das mit der Stoßstange nicht aufgefallen ist, aber die Perfektheit des Kfz hat mich stutzig gemacht und ich bin ganz ehrlich. I was right. Muss mir nur gleich nochmal ein neues Messer holen. Bin gleich wieder da. Ist das unser letztes Messer? Mein letztes Messer. Crazy. Vielleicht sollte ich mir bei Vlad das nächste Mal noch ein Messer holen. Oder drei. Da schmuggelt jemand Kippen. Im Motorraum nix ist. Im Motorraum ist wieder safe irgendwas und ich finde es nur wieder nicht. Motorraum ist einfach mein Nemesis. Legit. Legit mein Nemesis. Wir werden einmal die Fracht komplett ausladen. Obviously. Handschuhfach sind keine Kippen. Hier auf den Sitzen vorne auch nicht. Suspekt. Unter dem Sitz. Der Himmel ist auch fein. Wir gucken erstmal das Gepäck durch. Hier, die Hühner sind nicht markiert. Wie viel habe ich denn gefunden? Zwei. Es muss noch mindestens ein Versteck geben. Mindestens. W
Weniger als 3 waren es noch nie. Es waren noch nie weniger als 3. Don't fool me. You're not fooling me, innit? Also vielleicht foolt er mich schon, ich weiß es nur noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo er mich foolt. Das ist so mein Problem. Mal ehrlich, so eine Stange Zigaretten kann doch nicht so schwer zu finden sein. Ganz ehrlich. Haben Sie noch eine einstecken? Das kann doch nicht sein. Da muss doch... Ich habe einen Koffer vergessen, lol. Ich wollte schon sagen, das ist, ich war kurz davor, die Hühner zu schlachten, auf Verdacht, ne? Ich sag, wie ist. Kurz davor, die Hühner auf Verdacht zu schlachten. Pass auf, ich habe trotzdem Sachen vergessen, aber jetzt habe ich wenigstens 3, jetzt könnten wir wenigstens safe sein. Let's go! Puh. Die Hühner gerade so gesaved. Gut, jetzt haben wir alle Verdächtigen. Jetzt müssen wir nur noch auf die Akaristan-Einreisebestimmung achten eigentlich. Und halt alle anderen Vorschriften. IWS 9433 TJ. Dima Bukowski. Gültigkeitszeitraum ist abgelaufen. Der 4. Mai ist nämlich schon vorbei. Die Passnummer OIA7YT. Passt da auch irgendwas? Das Foto ist okay. Der Frachtbrief checken wir gleich. Fahrzeugtyp ist ein Azarvi. War das ein Bus? Ja. 2890 Kilogramm. Die sind fein. Das Kennzeichen haben wir schon gecheckt. Aus Akaristan ist definitiv älter als 30. Aber also fällt nicht in die Einreisebeschränkung. Der Stempel ist auch fein, das heißt, die Dokumente sind fein. Wir machen also einen Fahrzeugcheck und den Frachtbrief checken wir gleich noch. Fahrzeug, ich sehe keine kaputten Scheiben, ich sehe nichts Kaputtes. Stoßstangen sind dran. Da muss ich tatsächlich nur kurz das Auto ausladen. Ne? Weil der leider wieder sehr viel dabei hat. So, Frachtbrief, 2 Gase, na, guck mal, 5 Zement, ein biologisches Gefahrengut hat er 2, eine Käsekiste hat er auch 2, Gasherde hat er 2 eingegeben, Toilette, okay. Er hat auf jeden Fall zu viel dabei. Darfst wieder einladen. Damit würde er aber abgewiesen. Also abgewiesen wäre er auch mit dem passenden Frachtbrief gewesen, ne? Aber damit ist er falsch und darf umdrehen. Einen hätten wir noch gehabt heute. Also probably nur einen. Naja. Telefon! Warisu, eto czas, my weź to obraźny atalog, acz kwawo pista. Nasze wywiadu we wryć, eto terrori dostojniki sekretny mytka i ligostinka, acz opuści je. Koreszy dimo, acz brygadu, szalazne eto mestie. Wy madre i zalic garina, ale rodni walista was. Die Nation zählt auf mich! Wir müssen uns für Krieg rüsten. Ein paar Kippen mitnehmen. So, wir laden einfach mal Muni ein, was wir haben tatsächlich. Also nicht was wir haben, ne, aber halt deutlich mehr. Die halbautomatische und den Revolver nehmen wir auch mit. Halbautomatische Revolver-Muni. Die Sniper lassen wir da. So. Können wir Leute mitnehmen? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Was ich do. Nee. Guti. Dann darfst du das Auto doch nochmal tauschen. Zum betrunkenen Bären. Gang, gang. At Maduro. Wir bräuchten ein Undercover-Auto. Digga, sag mal, wieso ist denn die Handbremse an dem Auto kaputt? Jedes Mal rollt es zurück, wenn ich einsteige.
Okay, wir fahren komplett unten rum, glaube ich. Das ist wahrscheinlich das Schnellste, ohne dass wir dauernd auf die Karte gucken müssen. Unten an dem Arbeitslager vorbei und so, ne? Uiuiui. Kurz um die Kurve gedriftet, du. Ich könnte mit Sirene fahren. Aber das ist ein geheimes Treffen und so. Ich will jetzt nicht voll reinballern. Bin ich ehrlich. Das ist vielleicht taktisch unklug. Damit Sirene und so weiter voll rein zu jallern. Ich könnte vielleicht anfahren, ne? Also bis kurz vorher mit Sirene. Aber wir haben schnelles, wir haben wendiges Auto. Das wird schon werden. Das wird schon werden. Ach guck mal, da steht noch ein Auto von dem Verbrecher, den wir angehalten haben, glaube ich. Außer das steht schon die ganze Zeit da. Steht das Auto schon die ganze seit Anfang an da? Ich weiß es nicht. Also es könnte eins von dem Verbrecher sein, könnte aber auch tatsächlich auch einfach nur eins sein, was map-technisch da reingemappt wurde halt. So, wir fahren jetzt direkt drauf zu, glaube ich, ne? Mal kurz halten. Ja, genau, wir sind jetzt quasi schon da. Ja, da ist er. Let's go. Betritt das Gebäude. Dein Helm auf! Dein Helm brennt, Diggi! Ne, der hat nur einen Baklava auf. Wir stoßen vor! Stoß vor, Kollegen! Ich glaube, die Maschinenpistole ist okay, ich bin ehrlich. Wir stoßen vor, Leute. Der kann da hinten schreien, was er will. Come on. Wo ist schon jemand? Wieso habe ich eigentlich nicht meine Leute dabei? Meine Leute wären safe besser, ich sag wie ist. Mit meinen Leuten hätten wir das ganze Gebäude schon eingenommen. Wäre aber gefährlich, wenn man an so einem auslaufenden Gasfass sitzen würde, oder? Damra, a zwali o ciecniku. Mnie madre wielocza. Nicht to jego. So, wir sind im Gebäude. Schrotflinte. Keine Schrotflinte irgendwie. Besiege Garin! Wo ist er denn? Doch, das ist die Schrotflinte. Ne, das ist die Schrotflinte, klar. Ist der auf dem Klo oder was? Okay. Wo ist er denn? Ist er der Bär oder was? Dann müssen wir ins Lager. Was haben die gerade gesagt? Die haben Verstärkung angefordert, habe ich gehört, ja. Okay, kommen wir nicht rein. Das sind unsere Homies. Hä?
Werde ich was suchen müssen? Oder ist da irgendwo ein Dude-Buggy, den wir nicht. Den wir schon hätten besiegen müssen? Ich der Dumme? Ich der Zabix? Was? Hä? Aha! А я знаю, что вы славится вас. Вы позмыслите, а достановка нашей революции? Ja, eigentlich schon. Утрошка Шпаровна, Игорь Акаров, это хенокриминал за братство. Glaube ich nicht, Bruder. Da draußen ist Party, die kommen gleich und holen mich. Diena Atma Minite Andinia. Let's go! Haha! Let's go! Sieg der Partei! Nach dem Tod von Mikhail Garin löst sich die blutige Faust auf und alle, die mit der Organisation in Verbindung stehen, werden aufgespürt und in Arbeitslagern eingesperrt. Igor Akarov führt seinen Plan zur Befreiung der Arbeiterklasse außerhalb des Landes aus. Am 16.06.1981 überquert die große Befreiungsarmee die Grenzen und erklärt den Kapitalisten des Südens den Krieg. Für die Partei Boris Oberankov. Nach vielen Tagen der Folter gesteht er, dass alle Aktionen der Bande von der blutigen Faust gesteuert wurden. Er stirbt schließlich im Verhörraum der Polizeistation in Karikatka. RIP an Boris Oberankov. Ja, vielleicht nicht RIP. Grigori Belov. Die Informationen, die er sammelte, erwiesen sich als entscheidend für den Prozess gegen die Rebellen. Da er nicht mehr dienstfähig war, wurde er vorzeitig pensioniert. Er wurde am 5. Juni 1989 mit allen Ehren auf dem Friedhof von Satikan beigesetzt. Pyotr Kafka ist jetzt ein Käfer. Nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt half er dabei, die Verstecke der blutigen Faust anzugreifen, wofür er mit Verdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Nach einigen Jahren folgte seine Beförderung zum Minister. Der Ministerkäfer. Timur Kurtschenko. Er wurde zu 40 Jahren Zwangsarbeit in einem Steinbruch verurteilt. Während einer Meuterei im Lager im Jahre 1984 wurde er verwundet und kam nur knapp mit dem Leben davon. Schließlich ist er aus dem Land geflüchtet und lebt nun allein in einem Versteck. Er hat sich nie mit dem Scheitern der Revolution abgefunden. Einfach Seven vs. Wild jetzt. Wahrscheinlich halber Joey Keller hat sich ein eigenes Versteck gebaut. Gavrilov. Er verbringt seinen letzten Tag im Gefängnis und hofft bis zum Schluss auf die Befreiung durch die Rebellen. Er wurde am 5. Juni 1982 exekutiert. Oha, schon wieder einer der während der Entwicklung. Also weiß nicht, wie alt ist denn das Spiel? Ist älter, ne? Ich glaube, der. Weiß nicht, ob der dabei war. Oder ob das vielleicht einfach ein Homie von dem ist. Produced in cooperation with Playway SA. Crazy Rocks. GG's. GG's. Ich muss sagen. Also zuerst dachte ich, ne, hier Simulator und so, Contraband ist halt, ne, ich sag mal, simulationsähnlich. Wobei ich das jetzt nicht als Simulator bezeichnen würde, to be honest. Also hat schon Simulationsteile so, ne? Ich meine, du bist halt ein Grenzkontrolleur, aber da ist halt mehr hinter, also gerade storytechnisch und so. Ja, Simulatoren sind ja oft einfach ohne Story. Ich muss sagen, das hat echt Bock gemacht, ne? Also, nicht, dass ich gedacht hätte, dass das schlecht wird oder so. Aber das hat deutlich mehr Bock gemacht, als ich gedacht hätte. Bin ich ehrlich. Also sollte Bedarf stehen, sollte Wunsch bestehen, vielleicht machen wir es auch so oder so. Weiß ich noch nicht. Ein Run als, ich sag mal, korrupter Grenzpolizist zu machen. Können wir das vielleicht irgendwann nochmal machen. Wird jetzt nicht im Anschluss folgen. Also so viel kann ich schon mal sagen. Aber wäre ich nicht gegen. Ich weiß natürlich nicht, ne, wie dann unterschiedlich ist vielleicht. Wo dann Sachen, ob das alles gleich bleibt, nur die Entscheidung am Ende ist anders und dann
oder ob das wirklich dann, ne, die anderen Entscheidungen aktive Auswirkungen auf den Spielverlauf haben und dann, keine Ahnung. Außer vielleicht am Ende eine andere Cutscene, wo er sagt, hey, danke für die Hilfe, Bro. Wie viel dann wirklich anders ist, keine Ahnung, werden wir sehen. Aber wäre ich auch fein für. Ich meine, wie gesagt, jetzt haben wir natürlich einen sehr, sehr anständigen Grenzpolizisten gespielt. Leute abgewiesen wegen einem falschen Frachtbrief, anstatt ihn zu ihrer sterbenden Familie zu lassen. Aber man muss tun, was man tun muss, wa? Für die Partei oder so. Motion Capture. Crazy. Motion Capture. Was? Als ob die Motion Capture hatten. Absolut crazy. Nee, aber hat wirklich, wirklich Bock gemacht. Bin ich ehrlich. Ich weiß zwar nicht, was mit dem einen Dude ist, der jetzt bis jetzt noch an der Grenze steht. Weil ein Auto hätten wir an dem Tag noch gehabt, ne? Der wartet wahrscheinlich jetzt noch. Auf sein Go. Dass er wahrscheinlich abgewiesen wird, weil er seinen Namen auf dem Reisepass falsch geschrieben hat oder so. Ich weiß es nicht. Aber der wartet. So, haben wir noch viele Credits oder skippen wir? Können wir skippen? Ich weiß nicht, ob wir skippen können. Das mit Leertaste nicht. Sonst war alles noch skippen, Leertaste. Ich bin mir auch bis heute, tatsächlich, was ich auch nicht weiß, weil ich es gerade sehe, dieses Verhör im betrunkenen Bären. Ich weiß nicht ganz, wo ich da die Hinweise, also wie ich da wirklich aktiv auf den Täter hätte kommen sollen. Ohne, hey, ich vermute, weil Aussagen und so, ne? Vielleicht das mit der Uhr, ich meine, wir hatten die Uhr, der eine wusste von der Uhr, das war so ein Ding, okay, ne, jemand weiß ja von der Uhr, vielleicht wegen der Eingravierung noch, wobei aber die wahrscheinlich nichts mit den Leuten zu tun hatte. Genauso würde es mich, was wäre dann passiert, hätten wir den Dude, den wir am Ende dafür verknastet haben quasi, was wäre, wenn wir den zuerst rausgelassen hätten? Wäre es dann über weitergegangen? Oder, ne, keine Ahnung. I don't know. Aber vielleicht Sachen, die wir irgendwann nochmal rausfinden. Wir haben gerade 2 Achievements bekommen, du wirst durchspielen. Sehr wahrscheinlich gibt es natürlich auch noch Achievements für die andere Seite. Herzlichen Glückwunsch, du hast Contraband Police im Story-Modus abgeschlossen. Du kannst das Spiel unter Beibehaltung des aktuellen Zustands des Posten und aller Gegenstände erneut spielen. Und vor allem gab es ja auch andere Sachen, ne? Tatsächlich hier, Inspektor und Herausforderung. Das ist einfach nur so ein Challenge-Mode und das ist einfach nur ein Endlos-Mode, glaube ich, am Ende. Ohne Story, glaube ich. I'm not sure. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie so grundlegend anders sind, dass wir sagen, ey, das will ich definitiv noch machen. Wie gesagt, am ehesten bin ich wirklich für die Kampagne nochmal auf Seite der blutigen Faust zu spielen. Das wäre vielleicht eher noch was. Aber damit war es das von Contraband Police fürs Erste. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Wie gesagt, ich fand es überraschend gut, to be honest. Oder überraschend unterhaltsam auf jeden Fall. Gut ist natürlich immer Auslegungssache. Ja, danke fürs dabei sein. Was es auf dem Slot hier als Sexes gibt. Ich meine, auf YouTube, ihr seht es ja, ne? Was kommt, das kommt. Aber damit war es das. Von der Grenzpolizei in Akaristan.